Das kann nicht nur den Trauerinnern passieren, das kann auch dem Paar passieren, das kann den Eltern passieren, das kann jedem passieren. Im besten Fall ist wirklich was Schlimmes. Die Oma ist krank, liegt im Sterben. Die Eltern sind krank, man ist selbst krank, man ist im Krankenhaus. Zu spät kommen und solche Sachen ist unglücklich, weil man kann rechtzeitig losfahren. Aber auch selbst auf einer Autobahn kann es eine Vollsperrung geben und der Trauredner kommt nicht rechtzeitig ran. Sprecht mit eurem Trauredner, was er für Pläne hat dafür. Wir bei Strauß und Fliege haben dafür Pläne. Es ist immer, alle Unterlagen sind immer vorhanden. Wir können also auch kurzfristig Unterlagen von A nach B schicken. Wir können nicht versprechen, dass wir kurzfristig oder mittelfristig jemand anderen für euch schicken können. Wir sind auf Trauung, wir sind oft ausgebucht. Wir haben auch der Trauredner, der es mit euch vorbereitet hat, ein bestimmtes Vertrauensverhältnis. Das kann man nicht eins zu eins austauschen. Wir versuchen das, wir fragen, aber wir können euch das nie versprechen. Es wäre unseriös. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr mit eurem Trauredner überlegt, was passiert, wenn du ausfällst. Haben wir auch Zugriff auf alle Unterlagen? Und dann sagt euch der Trauredner im besten Fall, ja, wenn ich ausfalle, passiert A, B, C und D. Und das ist Seriosität. Und jeder, der euch verspricht, dass er jemanden anderen schicken kann, ist meiner Meinung nach falsch gewickelt, weil ja auch diese Person krank sein kann.